Oje, Herr Brehm, was haben wir denn da? Oh, Alfons, ne, Alfons? Alfons, ich will jetzt kein Affront starten, aber Alfons Schubecks weißer Stangenspargel mit Sauce Hollandaise, Putenmedaillons in Kräuterjus und Butterkartoffeln. Was ist denn das hier? Das drei Sterne mit Gewürzmischung von Alfons Schubeck. Raffiniert verfeinert mit Gartenkräutern. Das hat ein Kumpel vom Schubeck, der Gartenkräuter. Ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern. Na gut, wenn wir es mal. Da ist es. Und da grinst der Alfie. Der Alfie. Würze dein Leben. Mit dieser Philosophie hat sich der Sternekoch Alfons Schubeck eine ganz besondere Kompetenz für die weite Welt der Gewürze erarbeitet. Das Rezept für dieses Gericht wurde in enger Zusammenarbeit mit Alfons Schubeck entwickelt. Das steht da drauf. Entschuldigung. Beste, absolut frische Zutaten, raffinierte Gewürze und die schonende Zubereitung sorgen für den unverwechselbaren Geschmack dieses Gerichts. Guten Appetit wünscht Ihnen Ihr Alfons Schubeck. Warum das hier so nass ist, mir ist mein Kaffee hier im Rucksack ausgelaufen. Tja, Alfie. Produziert ist das von der. Will nicht so recht fokussieren, Mann. Die SGS Genießer Service GmbH und Co. KG am Wiesengrund 3 in 18299 Lage Kronskamp. Der Alfons ist aus Bayern, die Firma ist aus dem Norden. So, jetzt kommen wir da. Alfie, da bist du ja. So, jetzt wollen wir das mal standesgemäß erhitzen. Nämlich, der nämlich mit H schreibt es nämlich in der Mikrowelle. 600 Watt, 3 bis 5, 4 Minuten. Eine Minute stehen lassen, Deckelfolie von der Schale trennen, umrühren. Okay, so, das machen wir jetzt damit. Also, wo habe ich ein Messer? Nehme ich doch das hier. Super Folienmesser. Achtung, nicht original. So, jetzt erhitzen. Bis gleich. So. Oh. Doppelreview. Heute, also, dann, ne? Alfons Schubecks weiße Stangen, Spargel mit Sauce Hollandaise, Putenmedaillons in Kräuterjuice und Butterkartoffeln. So sieht's aus. Und hier kommt die Realität. Das ist mein Tabletop-Review nach eurem und meinem Geschmack. Also, es dampft aber schon mächtig. Das ist gut. Medaillons. Medaillons. Moment, mal gucken. Ist da noch ein Medaillon? Ach, das ist ein zweites Medaillon. Das ist ein zweites Medaillon. Also, sind es doch Medaillons. Nicht nur ein Medaillon. Und das sind eins, zwei, drei. Vier Kartoffeln. Und, etwas, womit ihr dann Tapete an die Wand bringt. Kleister genannt. Okay, wollen wir probieren? Bitte. Ich habe Hunger. Okay. Nehmen wir erstmal ein bisschen Kartoffel. Kartoffel. Mit meinem Fake Spock. Ne? Spoon and Fork. Ui, bisschen Tauge, bisschen Tunke. Ene Mene Mac. Und getunkt bist du dann weg. Nimm ich mir noch ein bisschen hiervon. So, Soße. Und dann?
Also, ohne Quatsch. Achtung. Ohne Quatsch. Sauce Hollandaise. Die schmeckt wie? Sauce Hollandaise, aber nicht verraten. Psst. Holen wir noch ein bisschen Gedüffelchen. Noch mal ein bisschen Tunki Tunki. Achtung. Heiß. Okay, das ist heiß. Aber schmeckt nicht scheiße. Ja? Also muss man sagen, dass der Ali Alfons ja, gut instruiert. Wollen wir mal so sagen. Jetzt sehen wir hier mal ein bisschen was vom von der Medaille. Herr Bremen. Also haben wir keinen Anstand mehr. Nehmen Sie mal ein Messer. Okay. Der Spaderkö, tenacious dö. Aufpassen, dass man nicht durch die Plastikfolie schneidet. Also, ne? Aufpassen. So, da ist es. Boah. Und? Sieht gut aus? Jo. Man sieht Fasern, sieht ein bisschen besser aus, als wenn es gepresst wäre. So, ein bisschen Tunke. Ali Alfons, wenn ich was falsch mache, bitte Bescheid sagen. Naja, ich habe schon beschissener gegessen, gell? Aber auch schon besser. So, hier ist noch ein Stück Spargel. Das haue ich mir auch noch rein und dann kommen wir zum Fazit. Tja. Also, Fazit von Chubecks kulinarischem Fastfood-Experiment ist, naja, es geht schon besser, gell? Herr Schubeck, wenn das bei Ihnen im Restaurant so schmeckt wie hier, da komme ich nicht. Aber ist okay, ist besser als sonstigen Scheißfood. Aber ansonsten sage ich mal, na, das Geld hat sich nicht gelohnt. Das war zu teuer. Und bis dahin bleibe ich mit freundlichen Grüßen, euer Arthur Bremen. Tschüss, Matthias Schwenk.